Man kann Blumen ja so malen, das ist ganz normal und so habe ich die früher auch immer gezeichnet. Ich habe für euch heute aber mal wieder eine richtig coole Variante, wie ihr eine Blume zeichnen könnt, die sonst so bestimmt nie jemand macht. Damit könnt ihr sowas von eurer Hefte und Kalender aufhübschen und verzieren.